14 Jahre lang saß er im EU-Parlament, bis ihn seine eigene Partei in Pension geschickt hat. Der grüne Johannes Voggenhuber war mal vehementer EU-Gegner, dann ganz großer EU-Befürworter. Jetzt kritisiert er die Union wieder wegen ihrer Haltung im Ukraine-Konflikt. Angesichts der verbrecherischen Politik der russischen Regierung versagt die EU. Stimmen Sie dem Zitat zu? Nein. Warum nicht? Das ist Kriegspropaganda. Das haben Sie gesagt 1999, als Russland in Tschetschenien einmarschiert ist. Was hat sich denn in diesen 15 Jahren geändert? Ja, Tschetschenien ist nicht die Ukraine. Und die Vorgeschichte ist ganz anders. Zuerst war einmal eine innerukrainische Demokratiebewegung nach der Oranischen Revolution, der berühmte Maidan. 5 Milliarden Dollar, sagt die US-Botschafterin in Kiew, hat die USA ausgegeben, um diese Opposition aufzubauen. Eine völkerrechtswidrig, eine massive Einmischung in die inneren Angelegenheiten und haben diese Opposition bis zu einem Putsch, verfassungswidrigem Sturz des Präsidenten, finanziert, organisiert, gestützt. Ich sage Ihnen, dass der Streit unsinnig und aggressiv war von der Seite des Westens. Die Lösung des Konflikts. Nicht von Russland? Also, da gab es doch auch sehr viel Kriegsrhetorik von Russland. Es war eine Antwort auf den. Also, die Europäer haben begonnen. Also, nicht die Europäer, sondern die Amerikaner und die NATO und dann erst die Europäer. Aber dann auch die Europäer. Ich sage Ihnen, 20 Jahre in Brüssel gab es keinen Menschen aus keinem politischen Lager, der den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union finanzierbar, machbar, realistisch irgendwas. Aber das stand ja auch jetzt nicht zur Debatte. Es war ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine und nicht der Beginn von Beitrittsverhandlungen. Also wenn Sie sich einmal diesen Assoziierungsvertrag anschauen würden. Habe ich gesehen. Haben Sie gesehen. Dann wird Ihnen aufgefallen sein, dass da zwei Dinge drin sind, die noch niemals in einem Assoziierungsvertrag enthalten waren. Die EU hat ja schon einige abgeschlossen. Verpflichtung zur militärischen Kooperation wird nicht berichtet, aber ich frage Sie, was hat das in einem Assoziationsvertrag zu tun? Zweitens, Ausschluss eines Beitritts zur russischen Freihandelszone. Eine verrückte Provokation, eine nüchterne Analyse. Lasst von der NATO-Propaganda nicht sehr viel übrig. Es ist eine schwere Verletzung der Friedensunion. Es ist eine schwere Verletzung einer sinnvollen Nachbarschaftspolitik zwischen Europa und Russland. Es ist auch keine europäische Außenpolitik. Kann Russland einfach einmarschieren in den Osten der Ukraine? Oder sind Sie der Meinung, dass das gar keine russischen Soldaten sind? Oder zumindest nicht von der Russischen Föderation geförderte Separatisten? Die Ukraine hat ein Referendum auf der Krim nicht nur verboten, sondern über viele, viele Jahre hintertrieben, hat Verfassungen aufgehoben. Hat schon, aber die Frage ist ja jetzt nicht, was die Ukraine gemacht hat, sondern wie sich Russland verhalten hat. Naja, aber das kommt Ihnen immer nur darauf an. Jetzt will ich einmal Ihnen klarstellen, dass es eine Reaktion war, nicht eine Aktion. Die Urheberschaft dieses Konfliktes liegt meines Erachtens nach bei uns im Westen. Und selbst wenn sich die Ukraine so verhaltet, hat dann die Russland das Recht, die Charta der Vereinten Nationen, die territoriale Integrität der Ukraine zu ignorieren? Nein, das hat es nicht. Und das ist ja auch, ich behaupte ja nicht, dass Russland daran voll unschuldig wäre. Ich behaupte nur, dass es aufgrund dieser Provokationen, die wir ja hier nicht diskutieren und uns nicht eingestehen und wo ja nichts darüber berichtet wird, Russland sozusagen die Urheberschaft des Konflikts zuzuweisen falsch ist. Wir hier halten das nicht für diskussionswürdig. Wir glauben allen Ernstes, dass irgendein russischer Präsident, wie immer er heißen möge, das sich bieten lassen kann. Gerhard Schröder hat Wladimir Putin mal einen lupenreinen Demokraten genannt. Ich nehme an, diese Beschreibung teilen Sie nicht ganz. Ist ein autoritärer, reaktionärer Politiker in fast allen Feldern der Gesellschaftspolitik. Aber er ist ganz sicher weder ein Hitler noch ein wild gewordener Diktator, sondern ein ziemlich kühl berechnender und auch berechenbarer Politiker, der im Übrigen demokratisch gewählt ist. Wie geht es dem Initiator des Demokratie-Volksbegehrens jetzt dabei, Wladimir Putin verteidigen zu müssen? Schlecht. Schlecht, aber die Gerechtigkeit hat manchmal ziemlich harte Aufgaben. Und ich tue es auch deshalb, weil Europas Zukunft davon abhängt. Das kann nicht für jemand, der
20 Jahre für die europäische Einigung gearbeitet hat, nicht ohne Widerspruch und Widerstand bleiben. Aber als grünes Urgestein tut das nicht ein bisschen weh? Natürlich tut das weh. Aber es sagt ja auch ein Helmut Schmidt, es sagt auch ein Herr Kissinger, die Dämonisierung des Herrn Putin ist keine Politik. Es sagt ein hoch angesehener Kenner Scholatur. Es sagt aber nicht Ihre Partei. Hadern Sie da mit Ihrer Partei? Naja, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Die deutschen Grünen haben hier einen fatalen Standpunkt. Und die österreichischen Grünen sehen Sie da anders? Sind wesentlich zurückhaltender, würde ich sagen. Ich glaube, dass sie sich diesen Argumenten auch nicht ganz entziehen können.